Jo Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sniper Elite 4. Und ihr seht schon, ich bin schon in Level drinne. Und die Erklärung ist halt, dass einfach die Datei abgekackt ist. Also ich habe aufgenommen und das Spiel ist dann abgestürzt und die Datei ist jetzt am Arsch. Ja, kurz als Erklärung, wir sind in Alagra. Ich kann es vielleicht nur so erklären. Ja, hier ist die Karte, wir sind hier durchgerusht, hier haben uns durchgekämpft, dann sind wir hier, haben wir irgendwelche Pläne von den Nazis mitgenommen und sind jetzt hier, um die Wasserstoffperoxidanlage zu sabotieren und währenddessen uns noch ein Panzer und weitere Feinde angreifen. Ja, das ist der aktuelle Stand, da ist der PC dann abgestürzt, keine Ahnung warum. Da kam auf einmal dieser Screen, dieser Blue Screen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Ich hoffe, dass nicht nochmal passiert. Warum ist das Spiel so ultra laut? Gut. Dann alles nochmal hier machen. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier in dieser Basis. Es tut mir so leid. Aber ich wollte jetzt nicht immer nochmal alles von vorne machen. Das wäre für mich jetzt echt beschissen. Also, nächstes hier ist... What the fuck? Wieso sieht mich dieser Panzer direkt? Auf jeden Fall, nächstes hier ist... Dort vorne. Wieso ist das Spiel so laut, Alter? Haben die die... Audio-Funktion irgendwie noch... lauter gemacht? Au, 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 au. Was ist denn mit dem Panzer los? Einer weniger. Hier unten ist gleich noch einer. Der rum. Der nervt mich. Kommt nicht da hoch. Kommt da nicht runter. Das meinte ich. Panzer ist jetzt still, das hoffe ich mal. Warte mal. Jetzt ist halt nur noch der Panzer dort. Ich muss halt durchspinnen. Sonst geht das nicht. Und los geht's! Rennen, 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 Karl. Hör, er bemerkt mich gar nicht. Wo kann ich ihn sabotieren? Hallo? Kann ich ihn nicht sabotieren? Okay, ich hab's verstanden. Warte, warte, warte. Oder wir packen TNT. Ja, zwei Schachteln müssen reichen. Hat's auch. Perfekt. Gut. Ein Problem weniger. Zweites Ventil. Und das geht dann weiter bis hier rein. Oh Gott, oh Gott. Machen wir die zwei jetzt erstmal. Sabotiere die Raketen. Ja, Sir. Mach ich sofort. Wir müssen halt die ganze Anlage, also alle Aufträge hier machen. Kesslers, wir müssen die ganze Anlage hier zerstören. Muss es unschädlich machen. Kurz das Baby ausschalten. Nein, Kaka. 35 Meter. Die mache ich lieber auch unschädlich. Ja, ja. Keine Sorge. Oh, 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 oh. Von oben. Ist hier keiner. Also nur einer.
Okay, die weiteren Raketen strecken sich dort drüber. Also die Missionen gehen halt die ganze Map. So, und hier ist nochmal eine Information. 15, 13. Wo denn? Wahrscheinlich. Ach, ich bin jetzt hier beim Eingang. Überall Kessel steht, Junge. Ich muss wahrscheinlich hoch. So, da auf die Treppen. Ich bin froh, dass hier jetzt keiner ist. Ah, es gibt keine Garantie, dass Kessler uns alle Informationen gibt. Die technischen Spezifikationen der Rakete. London wird zufrieden sein. Haben wir uns noch einen Freund gemacht. Gut, nur noch zwei Ziele. Sabotiere die Wasserstoffperiodiksanlage und die Raketen sabotieren. Verstanden. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass es halt jetzt mittendrin anfängt, aber... Wie gesagt, die Scheiße wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Ich muss dafür sorgen, dass die Nazis diese Operation abschreiben können. Gut. Na, aber nicht so ganz gut. Das sind viel zu viele. Hier muss ich irgendwas ausschalten. Ich muss einen Stock weit höher. Wo komme ich denn rauf? Hier? Nee, hier komme ich wieder zum Anfangspunkt. Ah, guck mal da. Da war der gelbe Kantenmaler wieder da am Start. Na, du sollst ihn wieder runter. Auf einmal aufpassen. Ist einer. Oder doch nicht. Der ist von unten. Aller guten Dinge sind drei. Ich muss die Zentrifuge überlasten. Zentrifuge? Okay. Erstmal muss ich die Raketen sabotieren. Und da hinten ist die Zentrifuge. Wie er die so nennt. Wir gehen am besten nochmal zurück und den anderen Weg. Denn hier drüben kann man lang. Ich glaube, der ist ein bisschen besser. Ich weiß, wir müssen noch die Raketen ausschalten. Aber ich gehe lieber hier den smarteren Weg. Weil ich bin smart. Oh nee, das sieht aus wie sehr viel Stress. Oh, oh Sniper! Ich hab doch gesagt, das sieht nach aus wie Stress. Schleich mich hin. Ruhig, mein Kleiner, ruhig. So. Was schön wir ein bisschen. Was? Wie haben die das hier mitbekommen? Ach, weil ich hier den Generator jetzt hier übertönt habe. Ja. Oh ja! Ich guck einmal raus und auf einmal sehen mich alle. Wahrscheinlich. Wie soll ich denn da durchkommen, Bruder? Die ist doch richtig schwer. Komm, ich schreck mich einmal hier raus. Auf einmal sieht mich jeder. Und irgend so ein Scharfschütze wieder. Na, da. Ja, reicht doch. Was denn? Was haben die für Augen? Siehst du? Ja. Jetzt. Hier oben kann ich eigentlich gut bleiben.
Aber wenn ich einmal rausgucke, dann sehe ich wieder 50 Leute. Nein. Ja, siehst du? Weg damit. Warte, warte, warte. Schön weitere Geräusche. Noch eine. Weg damit. Ja, ja, ganz ruhig. Ah! Mach doch schneller, Karl. Alter, egal. Fuck, fuck, fuck. Jetzt. Seht ihr jetzt noch ein bisschen Action? Alter, wie können die so krass werfen? Hilfe! Nein, die haben meinen Generator kaputt gemacht. Gut, der hat ja eh nichts geholfen. Scheiß Metaller. Ich kann von hier aus nicht den Trakt zerstören. Grüß morgens und echt krass niesen. Ja, beruhigt euch! Meine Güte! Kann ich auch nicht sabotieren. Warum geht der jetzt runter? Ich hab Leertaste nicht gedrückt. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab nicht Leertaste gedrückt. Warum springt der aber runter? Oder klettert runter. Ist das bescheuert. Die mache ich lieber auch unschädlich. Meine Güte. Das regt mich gerade so auf. Geht's hier runter? Schaltet diese eine Rakete jetzt aus. Wer sieht mich? Wer sieht mich? Noch eine. Weg damit. Okay. Hier habe ich einen besseren Übersichtspunkt. Obwohl, nicht ganz. Zeig dich doch jetzt auch, Mann. Ich bin doch zu wütend hier in diesem Spiel. Jetzt trauen sie sich aber auch gar nicht. Ich muss noch eine Rakete finden. Ja, da ist noch eine. Die mache ich lieber auch unschädlich. Da durchzukommen ist auch nicht so einfach. Wer sieht mich? Aber jetzt. Wer? Ich denn? Gib mir doch bitte irgendeinen Hinweis, wer mich da gerade sieht. Na, zum Glück hat er mich dort jetzt hingepackt. In diesen ganzen Vätern
sicher nicht, wer da jetzt ist. Zum Glück kann ich laufen und ziehen. Das ist ja geil. Guckt euch an, der Boden ist so hell wie vorm PC. Und ich sehe gar nichts. Ja, da vorne, okay. Ich kann nämlich durch diese Schachboxen da sehen, durch diese Holzbretter. So ist richtig. Jetzt guck jetzt. Ja, ja, kletter da schön hoch. Geh, lauf doch bitte, Karl! Jetzt kommt noch so eine kleine, ekelhafte... Ah, ich sag's mal nicht. Verpiss dich doch einfach! Jetzt wieder Rambazamba. Sabotier einfach und renn. Ja, schön, dass mein halber Rücken erstmal weggeballert wird. Das regt mich so auf. Weil jedes Mal vor deine Fresse 100 Leute stehen. Ich hoffe, hier hinten ist auch noch einer. Aber die da vorne will ich jetzt nicht machen. Das sind schon wieder zwei Bastarde. Sorry für die Ausdrücke. Da vorne ist keine Rakete. Geil. Muss ich hier lang. Da ist auch noch eine. Und hier ist keine. Ja. Bitte gib mir. Danke. So, jetzt muss ich nur noch nach oben. Und du weg. Das Teil, wo man das kaputt machen kann. Gibt es da anscheinend irgendwie nicht. Schieß! Ach, das ist nicht dein Ernst. Noch eine von Kesslers Raketen. Ich muss sie ausschalten. Schieß ihn doch an! Boah, Alter, ich kann gleich nicht mehr. Es regt mich so auf. Und ich spawne in der letzten Ecke. Noch eine. Weg damit. Ja, weg damit. Gott! Nee, endlich. Jetzt muss ich auch nochmal dort hinter. Aber da stehen drei Leute. Drei. Ich hoffe, die sehen mich jetzt irgendwann nicht. Bitte, bitte, geschafft. Bitte. Na, endlich. Aber ich darf mich nicht zu früh freuen. Alarmiere die Bomber. Gott. Ja, war's das bitte? Ein Funkraum. Schon genug. Ich sollte den Bombenangriff einleiten.
Verstanden. Mutter Henne, hier Rotfuchs. Beste Grüße. Wiederhole, beste Grüße nach Alagra. Eigentlich wollte ich nur den Engel. Hätte nicht gedacht, dass die Partisanen ihr folgen würden. Sie folgten, weil sie ihnen Hoffnung gegeben hat. Und starben als Helden. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel. Weil sie die Qual der Menschen verlängert. Friedrich Nietzsche. General Böhm, nehme ich an. Die übelsten Schrecken sind form- und gestaltlos. Wenn niemand weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer immer ich will. Ich kann manipulieren. Ich kann verhindern, entdeckt zu werden. Ich kann ein Mensch sein. Oh. Oder ein Monster. Dorfmann oder Böhm? Ja, ganz recht. Wir haben Kessler und die Fabrikanlage ist zerstört. Kessler ist tot, bevor er den Alliierten nützlich sein kann. Und ihre kleine, Sabotage in der Produktionsanlage, nun ja. Es ist zu spät. Ja, beginnen werde ich mit der USS Ankern. Der berühmte General Eisenhower. Ich hole mir die alliierte Flotte. Schiff für Schiff. Operation Avalanche ist am Ende, noch bevor sie begann. Und, oh, das war noch nicht alles. Noch, lange nicht. Bringt sie rein hier! Ich hab versagt, Karl. Hab alle enttäuscht. Besonders meinen Vater. Ja. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnung. Nein, nicht mehr. Nun, wir werden sie foltern. Oh ja. Und Sie werden dabei zusehen, Lieutenant. Ein winziger Funke genügt. General! Der Flieger! Lassen Sie alle Hoffnung fahren! Na, das hat ja viel gebracht. Ich wusste doch direkt, dass man diesen Dorfmann, aka General Böhm, oh Gott, nicht vertrauen kann. Der hat nämlich jetzt alle Infos. Halte Böhm auf! Das Finale! Sophie hat sich geopfert, damit ich fliehen konnte. Fuck! Das darf nicht umsonst gewesen sein. Was hat Böhm vor? Er möchte jetzt wirklich mit dem Flieger weg? Na, das lasse ich nicht zu. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ach, ich muss hier lang. Ach, Idiot. Ich muss den Start der Rakete verhindern. Und hier geht gerade alles zunichte. Okay, die Flucht. Das Finale. Scheiße. Und die da hinten sehen mich auf jeden Fall nicht. Fuck, die fliegen schon. Okay. Kann ich den sabotieren? Ah. Jawohl. Ah, nicht getroffen. Jawohl. Immer schön auf den Motor ziehen. Ja, schön auf den Motor ziehen. Aber die haben halt noch einen Geschützturm. Ich muss vorne noch angreifen. Erwischt. Jetzt die andere. Na, knapp dran. Nein, 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 nein. Au, Alter. Nein, flieg nicht weg.
Der kann doch gar nicht wegfliegen. Guck mal. Als wenn der jetzt damit wegfliegen kann. Der müsste doch jetzt abstürzen. Ja. Guck. Der ist doch jetzt abgestürzt, oder? Sag jetzt nicht der... Ja, wahrscheinlich fliegt der damit weg. Mit dem Flugzeug, das eine Menge Schaden hat. Ja, das kann ich eh nicht mehr aufhalten. Also ich mach den besten Schuss der Welt. Ja, nee, wir müssen noch mal machen. Oder? Oder? Stürzt das Ding noch ab? Stürzt das Ding noch ab? Ich glaube, das Ding schützt ab. Ja, wahrscheinlich. Nochmal von vorne. Also, ich habe keinen Plan, wie man das... Ich muss den Start der Rakete verhindern. Wie man das Ding fliegt mit kaputten Ventilatoren, aber anscheinend geht das. Also, mal was Neues. Vielleicht bringe ich den Motor zur Explosion. Ich hab den Mischschuss haben, okay. Ach, ich hab's getroffen. Noch mal von vorne. Jetzt kann dieser Typ da mal aufhören, mich anzuschießen. Direkter Treffer. Immer Support gewinnen. Jetzt die anderen paar wichtig. Oder ich... Mann! Das ist aber auch schwer. So, jetzt noch mal von vorne. Vielleicht darf ich nicht so durchsprinten. Ich muss den Start der Rakete verhindern. Nicht so hart durchsprinten. Gott. Vielleicht bringe ich den Motor zur Explosion. Volltreffer. Dann brauche ich noch ein paar mehr. Direkter Treffer. Immer schön auf den Motor zielen. Genau. Schön auf den Motor. Aber die können halt nicht weiter... Also, die müssten eigentlich nicht weiter fliegen, wenn die so einen beschädigten Motor haben. Ja, wichtig. Hauptgewinn. Jetzt die andere Maschine. Ja! Stirb! Das war's mit dir, Böhm. Ein kleiner Funke könnte reichen. Zeit zu gehen. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommandoschiff, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US- und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten.
Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp. Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spielraum. Karl, wir beide sind entbehrlich, das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen, aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Wuhuiii. Das USS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denke drüber nach. Tun Sie das. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Verdammt richtig. Und das war Sniper Elite 4. Oh Gott. Ich bin irgendwie jetzt echt froh, dass wir fertig sind. Denn es war am Ende nochmal echt ein Stress. Und selbst mein PC hat echt keinen Bock mehr. Ja. So, ich hoffe, gleich kommt die Credits. Auch nochmal schöne Flieger auf Italien geflogen. Ja, gut. So. Erstmal würde ich die guten Sachen sagen. Also ich fand das Schießgefühl und generell das Snipen echt geil. So, das hat mir wieder das Gefühl gegeben, dass Snipen in Spielen immer echt Spaß macht. Und auch diese Zielhilfe hat mir richtig Bock gemacht. So, wenn du zielst und dann kurz einatmen und dann schießen und dann wieder ausatmen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Dann diese Vielfalt mit dem Level ist auch echt nicht schlecht. Zwar habe ich die nicht viel genutzt. Ich habe eigentlich die meiste Zeit immer nur meine Hauptwaffen benutzt und jetzt nicht krass Tricks wie eine Landmine darauf gestellt und gewartet, bis da jemand drauf tretet, oder ein Dynamit habe ich auch nur einmal benutzt bei diesem Panzer. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, solche Sachen zu benutzen. Ja, aber viel Positives habe ich leider nicht. Die Karten waren auch nicht schlecht. Aber jetzt komme ich leider zum Negativen und das ist sehr, sehr viel. Also ich fand die KI in diesem Spiel Horror. Echt wirklich. Das ist... Oh, das ist einfach nicht euer Ernst, wirklich. Die KI ist in drei Stufen. Einmal in normaler, also die läuft dann einfach nur rum. Dann animiert sie sich, also wenn du irgendwie Krawall machst, ist sie dann so ein bisschen aufgeschnappt. Und dann die dritte Phase, dann ballern sie nur noch drumherum. Also wirklich an jeder Stelle ballern sie drauf. Und wissen dann auf einmal, wo du bist. So, die KI weiß dann auch direkt, dass du den Panzer ausgeschaltet hast. Oder auch, was ich richtig komisch finde, wenn der eine, der eigentlich 100 Meter weiter weg steht von den anderen, wissen sie automatisch, dass der andere tot ist, weil der ja schon Alarm geschlagen hatte. Obwohl der 100 Meter weiter weg steht. So, die KI hat mich richtig aufgeregt. Dann auch noch die Speicherpunkte. Also immer wenn ich wieder neu laden wollte, bin ich auf einmal ganz woanders, was mich richtig aufgeregt hat. Ich weiß, man hätte auch selber Safe Space? Auf jeden Fall hätte man selber da welche stellen können. Aber ich hatte halt einfach auch nicht die Lust dazu, immer wieder selber zu speichern. So, immer wenn ich fertig bin mit einer Folge, dann habe ich da gespeichert, aber mehr habe ich da jetzt nicht gespeichert. So, da hatte ich halt einfach keine Lust. Tja, was hatte ich noch für ein Problem? Die Story, die war boah, mager. Also am Anfang fand ich sie noch okay. So,
dass wir Kessler finden müssen, weil wir irgendwelche Nazi-Waffen ausschalten sollten. Aber am Ende wurde sie immer trüger und trüger. Genau wie das Spieldesign, also eigentlich immer dasselbe, immer dasselbe. Genau wie dieses Schlauchlevel. So, entweder bist du in Korridorleveln, was das Schlimmste ist, oder bei offenen Gebieten, was ja noch okay war, weil du dich noch in sehr vielen Stellen verstecken konntest, aber halt nicht großartig. Ja, also kann ich es empfehlen, ja, aber halt wirklich nur mit den ersten beiden Schwierigkeitsgraden. Ich will gar nicht wissen, wie das bei den höheren ist. Ich habe es auch gar nicht ausprobiert. So, dann auch noch ohne diese Zielhilfe kann ich es gar nicht. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald irgendwann in Sniper Elite 5. Ich will es eigentlich gar nicht. So, ja, weiter. Gut, Belohnung. Ja, das war Sniper Elite 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns bei einem weiteren Projekt. Ich kann nicht mehr, meine Stimme ist kaputt. Ja, haut rein. Ciao, ciao. So, Leute, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel hab, klicke ich jetzt hier auf Option in Steam. Und dann klicke ich auf Deinstallieren. Möchten Sie Sniper Elite 4 auf diesem Gerät deinstallieren? Die Anwendung ist weiterhin in Ihre Spiele, die... Ich kann nicht mehr reden. Ja, klicke einfach deinstallieren. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das war das behinderte Spiel, was ich jetzt gespielt habe. Spaß, nein. Nein, nur mal meine ehrliche Meinung. Ich fand es nicht so geil. Also, kein Wunder, dass ich es hier deinstalliert habe. Also, euch noch einen schönen Tag.